Yo, mein Name ist Bushido und ich sitze hier gerade in Costa Rica. Ben Hatira, assalamu alaikum, Bruder, ich kenne dich nicht. Aber ich weiß, dass mein leiblicher Bruder damals sehr, sehr gut mit deinem leiblichen Bruder befreundet war. Und ich habe nichts Schlimmes über dich gehört. Wir wollten dir nur sagen, wir stehen alle hinter dir. Habe mitbekommen, dass dieser komische Vogel, ich will jetzt auch gar nicht großartig den Namen erwähnen, wieder Langeweile hat. Weil wir leben nun mal leider in so einer Zeit, dass sobald du einem islamischen Land hilfst oder einer islamischen Organisation hilfst, bist du direkt ein Terrorist. Ja, wir sind Moslems. Wir würden auch für Nicht-Muslime spenden und tun und machen. Den Bruder von Ansar International kenne ich und der ist ein sehr guter Bruder. Möge Allah euch belohnen. Einfach weiter mit dem, wie du es bisher gemacht hast. So, ich bin sehr stolz auf dich, Digga. Ich finde das sehr gut, was du machst. Wir stehen hinter dir, ich stehe hinter dir. Du weißt, wer deine Freunde sind. Wir sind für Menschen da, egal welche Religion, welche Hautfarbe. Lass uns einfach besser sein. Wir unterstützen jeden Menschen, egal welche Herkunft. Wir unterstützen jeden Menschen, egal welche Herkunft. Wir unterstützen jeden Menschen, egal welche Herkunft. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Kaum fängt man an, gute Taten zu verrichten und schlechte Taten zu verlassen, wird man einfach mal so von den Medien bekämpft. Doch wir werden uns nicht unterkriegen lassen und das ist die Wahrheit. Ich meine, wo bitte liegt das Problem, wenn ich Kindern in Afrika oder anderswo helfen möchte? Ist das ein Problem, Kindern zu helfen? Ist das ein Problem, Waisen zu helfen? Ist es schlimm, wenn ich einen Wasserbrunnen erbaue, damit bedürftige Menschen davon trinken können, sei es ein Muslim oder sei es kein Muslim, damit ich helfe für Allah subhanahu wa ta'ala? Ist das ein Problem? Wo liegt die Sünde, wenn ich unter der Sonne schwitze und helfe? Er ist das doch eine gute Tat. Und ein Muslim soll doch gute Taten begehen. Deswegen begeht eine gute Tat. Spendet an Ansar International. Steht hinter Anis Ben Hatira, euren Bruder. Abonniert den Kanal für mehr und teilt das Video viral, damit jeder es sieht. Und kommentiert mit dem Hashtag Anis verbindet. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.